herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 meets Reality. Nee, Quatsch. Real Farming. So, letztes Mal haben wir einen Haufen Kosten verursacht. Da habe ich ja einen Unfall gebaut mit dem Harris seinem Traktor. Mit den Depressionen hatte ich am Freitag zu kämpfen. Die sind aber jetzt überwunden. Und jetzt starten wir in eine neue Woche, die hoffentlich produktiver wird. Ja, das war schon mal nicht so produktiv. Und gucken mal, was wir diese Woche erreichen können. Ja, so auf jeden Fall nichts. Das wird auch die erste Woche erstmal sein, in der es 7 Folgen gibt. Das heißt, ihr könnt auch Samstag, Sonntag Real Farming schauen. Das war ein Anliegen vom Sepp. Alter, das. Ich glaube, ich habe Blödsinn gemacht, dass ich die Stämme hier alle hingelegt habe. So, ich will die nicht zu. Nee. Ich wollte nicht zu sehr klemmen, weil ich dachte, dann fällt sowieso alles wieder runter. Na komm hoch. Alter. Okay, das war wirklich Blödsinn, die ganze Stämme hier hinzuschieben. Aber ich bin ja noch am Lernen. Schneide jetzt gerade mal auf Länge. Zuck, zuck, zuck. Das Radio ist aus. Radio kaputt gemacht. So, jetzt. Ich muss mich ein bisschen beeilen, damit ich die ganzen Aufträge hinkrieg. Der Harry hat mir letzte Woche noch einen Auftrag gegeben. Das heißt, wir haben im Moment mit dem aktuellen 3 offene Aufträge. Ich hatte eigentlich gehofft, dass vielleicht ich mir irgendwie einen Mitarbeiter besorgen kann, aber das ist jetzt erstmal nicht der Fall. Vielleicht. Das ist meine Musik. Vielleicht kriegt man das nächste Woche hin. Wenn ich wenigstens 2 Stämme auf einmal transportieren könnte hier. Das wäre schon. Gigantisch. Aber vielleicht kriege ich ja irgendwie noch was anderes gebacken. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mit dem Frost hier so viel Arbeit habe. Aber so ist es nun mal.
Vielleicht kann mir der Jürgen hier ein bisschen zur Hand gehen. Ich muss mal gerade den Jürgen anrufen. Und das ist ein Gespräch, scheiße. Das ist schade. Rufe ich mal gerade den Jürgen an. Hallo und herzlich willkommen beim Bauhof von Jürgen Rasek. Wenn Sie einen Auftrag aufgeben wollen, sagen Sie Auftrag aufgeben. Wenn Sie einen freien Mitarbeiter sprechen wollen, sagen Sie Arbeiter sprechen. Arbeiter sprechen. Sie werden an einen freien Mitarbeiter weitergeleitet. Jo. Hallo. Hallo, Volker? Jo. Jo, hi. Hallo Jürgen. Du, was machst du denn gerade? Ich fahr gerade runter zum zur Werkstatt, den Traktor reparieren. Ja, stimmt. Den vom Hofer, gell? Angekommen. Also gestern. Ah ja. Okay, schade. Wieso? Na, wenn du Zeit gehabt hättest, hätte ich dich gebeten, hier nur noch die restlichen Bäume wegzumachen. Aber dann wird das wohl nix. Ja, willst du Harry? Harry ist auch hier. Wenn ich Harry hochschicken sonst, hätte er bestimmt nichts zu tun, ich weiß es nicht. Ja, ein paar Bäume müssen halt noch abgefällt werden. Ja. Wenn er das kann, dann wäre cool. Harry? Ja? Kannst du Bäume ein paar abfällen oben beim Bauhof? Ja, wäre kein Problem. Okay, dann kannst du einfach hochfahren. Bau. Ja, da wo der Varuna beim letzten Mal dran war, oder? Ja, da gehe ich zum Varuna, dann frage ich den. Bist du oben, Varuna? Was? Volker, bist du oben? Jo, ich bin oben. Okay. Harry, der ist oben. Dann fahr ja, einfach hoch. Vorbei. Jo. Super, danke. Ja. Ciao. Achso, Volker, ciao. Bleib noch mal gerade dran. Ja. Ciao, Harry. Harry? Ja. Du kannst mit dem Auto da, was du gerade hier runtergefahren hast, hochfahren. Ruhig. Ah, okay. Flott, dann mache ich mein Fan fertig. Jo, mache ich. Warte mal kurz, Volker. Der weg ist. Ja. Volker. Jo. Wir könnten noch mal was am Preis drehen, ne? Wieso? Ich hab die Teile billiger bekommen. Ich hab da so einen Rabatt jetzt bekommen. Die haben mir so was empfohlen, da. Weil ich hier in Schwatzing der der Mechaniker sozusagen für alle bin. Die haben mir so einen Rabatt gegeben. Okay. Könnte man vielleicht was auch am Preis machen, ne? Ja, wenn noch was ist, dann überweis mir einfach zurück. Ich hab ja schon vorgelegt. Hast du schon bezahlt? Ich hatte dir 10.000 überwiesen, ja. Ah ja, stimmt. Stimmt. Ja. Okay, wenn das geht, dann. Ja, warte mal. Ich schau mal gerade nach. Ey, die Bäume, die regen mich heute auf. Also anspringen tut er schon mal automatisch. Ja, das ist schon gut. Ich hatte nämlich die Batterie mal über Nacht laden lassen. Weil er mich komplett alle irgendwie. Hat der die wahrscheinlich leer gekauft. Ich weiß es nicht. Tja. Sepp ist okay. Hat Hans-Peter ein gutes Geschäft gemacht. Aha. Wahrscheinlich. Okay. So, was ist denn mit Rabatt? Oder? So, warte. Ich spreche gerade aus. Ja, der Harry kommt gerade. Mal einen Newton-Rabatt geben. Also. Sag dann. 5 bis 6.000, ne? Also, was heißt Rabatt? 5 bis 6.000.
Entweder ein Rabatt von 5.000 oder 4.000 Euro noch, ne? Jo, machst du einfach, wie wir besprochen haben. Der Harry ist da. Ja, okay, ciao. Gut, bis dann, ciao. Servus, Harry. Ja. Coole Mütze, ey. Passt zu meinem Trecker. Was? Deine Mütze passt zu meinem Traktor. Ah, ja. So, du, um die Bäume hier geht's. Ja. Gerade die 6, dass du die noch fällst und entastest. Okay. Ja, guck halt, dass sie nicht den Anhänger treffen. Dann könnte ich mit dem Deutz noch die Bäume weg. Jo, wenn ich die voll aufgeladen habe, kannst du die noch abfahren, das ist richtig. Ja, der Jürgen repariert jetzt noch schnell den Deutz, dann kann ich ihn gleich abholen. Okay, supi. Jo. Aber, ja, mach's mal die Bäume, ich denke, wird schon passen. Jo. Danke. Jo. Und beeilen mit Aufladen. Will nicht umfallen. Ja, ich creep, warte, ich schub's ihn. Pass auf. Jo. So. Perfekt. Bitte. Nee, viel zu tun. Vor deinem Auftrag habe ich noch einen anderen beim Sepp. Sepp jetzt auch wieder, weil da warst du ja. Nee, mal. Nicht beim Sepp, beim Hans-Peter. Ah, das habe ich halt beim Sepp. Da hast du ja schon mal. Ja, da erinnern wir uns dran. Na, fall runter. Da habe ich die ganze 2 Wochen lang nichts mehr vom Ludwig gehört. Nicht mehr? Warum nicht? Gar nichts mehr. Komisch. Aber ihr wart doch so gut befreundet. Ja, das natürlich. Oh du, ich habe eine SMS gekriegt, muss mal gerade telefonieren. Jo. Hallo? Hallo, Hans-Peter, du hast um Anruf gebeten. Ja, und zwar, wann kommen Sie nun her? Oh Gott. Sie haben gesagt, wir sind morgen. Ja, ich bin jetzt gerade noch beim Bauhof beschäftigt, tut mir leid. Wie lange dauert es denn mit deiner? Ich muss nur noch aufladen und der Harry fährt mir das Zeug ab. Okay, also nicht mehr lange. Sollte nicht mehr so lange dauern, ne. Okay. Ich hatte ja letztes Mal gefragt, ob sie die Bäume schon fällen können. Haben sie das gemacht? Ja, ich bin auch gerade dabei, diese beknackte Birke hier zu entasten. Okay, ja, das ist... Aber heute, ich weiß auch nicht, mein Steier hat heute irgendwie Probleme hier. Vielleicht müssen Sie das einmal mal durchchecken lassen. Vom Racex. Ja, ich weiß nicht, was da los ist. Ob das nur, ob ich heute nicht so konzentriert bin oder ob es ein technischer Defekt ist. Ja, warten Sie doch mal ab und dann. Ja. Und dann, wenn es dann noch weiter so ist, dann gehen sie noch mal zum Racex. Ja, das werde ich so machen. Gut, aber wie gesagt, ich beeile mich, dass ich hier vorwärts komme. Mhm. So. Und dann, passt es. Jo. Also, bis dann.
Ja, bis dann. Tschüss. Ciao. Oh, jetzt macht der Sepp schon wieder Druck, der Hans schon wieder Druck hier. Wegen? Ah, wenn ich denn endlich komme zum Auftrag und weiß ich was. Wie ihm doch gesagt, ich habe noch einen anderen Auftrag und dann komme ich. So, die Bäume liegen. Perfekt. Dann kannst du vielleicht deinen Trecker schon holen. Ja, ich weiß ja nicht, ob der Jürgen damit schon fertig ist. Baumstümpfe muss ich eigentlich auch mal entfernen, ne? Ich fahr mal da dagegen vielleicht. Dann noch nicht fertig. Der ist noch nicht fertig. Der ist noch nicht dazu gekommen. Ah. Okay. Vielleicht sonst noch. Na, die Baumstümpfe müssten noch weg, aber die kannst du mit dem Auto schlecht wegmachen. Ich hätte zu Hause noch ein Fan stehen. Na, das wäre ideal. Dann könntest du auch mit dem den Anhänger wegfahren. Ja, das würde auch gehen. Also wie du willst. Das wäre natürlich optimal. Ja. Ich denke 5000 oder so kannst du für die ganze Geschichte hier von mir kriegen. Okay, dann schaue ich mal. Komm ich, irgendetwas werde ich schon vorbeikommen. Jo. Gut, bis dann. Machen wir Frühstückspause. Jetzt? Okay. Ja. Liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Schaut gerne bei dem Harry Hofer Dark Blackbeast 86 vorbei. Und oder bei dem Jürgen RaySex Dark RaySex YouTube. Und bis morgen. Haut rein, macht's gut. Ciao.